auf den Samstagmorgen kriegte ich ein Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München, die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige Konventionalstrafe rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teile mehr verwenden, auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also es war eigentlich ein Todesstoß. Wenn Sie so ein Problem haben, was Ihnen die Existenz raubt unter Umständen, dann müssen Sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können im mittleren Management erreichen Sie nichts, weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Mit denen können Sie reden, aber Sie kriegen nichts entschieden. Also Sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langem Hin und Her sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Dr. Reitzel, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Reitzel. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn und ich begrüße euch zu Teil 2 mit Friedhelm Wiesmann. Mein Gott, das war ja ein Feedback nach letzter Woche. Es gab beim Unterhaltungsfaktor sogar schon erste Vergleiche mit Willi Kausen. Jetzt wisst ihr mal, wie Wiesmann entstanden ist und in dieser Folge erfahrt ihr natürlich, wie sich Friedhelm Wiesmann aus dem monegassischen Knast befreien konnte. Und um eine Sache gleich zu spoilern, er hat sich nicht mit dem Silberlöffel aus der dünnen Gefängnissuppe durch die Mauer gekratzt. Sowas macht ein Friedhelm Wiesmann noch eleganter. Warum er trotz aller umschifften Klippen und toller Produkte nicht mehr in der Firma ist und was hinter seinem neuen Projekt Boltman steht, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß mit Teil 2 mit meinem Gast Friedhelm Wiesmann. Damals mittags um 14 Uhr war das. Samstags mittags, weltweite Übertragung, läuft es damals das Formel 3000 Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1. Ja. Formel 3000. Die Formel 3000 kommt komplett aus der Box, können Sie sich das vorstellen? Und der fährt zum Casino und dem Roadster hoch. Die Formel 3000 aus der Box und die überholen alle den Wiesmann auf der Rennstrecke. Das ganze Starterfeld. Weltweit übertragen. Wahnsinn. Der Sprecher hat sich überschlagen, was ist da für ein Idiot auf der Rennstrecke und sonst was. Die konnten, lief alles auf dem Großbild. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Das kann jetzt nicht wahr sein. So, jetzt fährt die Formel 3000 rum, stehen alle auf dem Startplatz. Die haben natürlich nicht gestartet, ja? Den Start abgebrochen, aber die standen alle da. Jetzt kommt der von hinten. Was soll er machen? Der fährt durch das gesamte Startfeld. Unbezahlbar. Aber dann hatte ich Spaß. Davon gehe ich aus. So, dann kamen zwei Polizisten und der Typ von der Action wieder und sagte, jetzt haben sie es, was? Dann machst du es voll. Die haben mir unterstellt, das ist extra gemacht. Habe ich nicht. Das hätte ich mich nicht getraut. Nee, ich habe das nicht extra gemacht. Ja. Aber das haben die nicht geglaubt. Das habe ich es extra gemacht. Ja. So, jetzt zwei habe ich abgeführt im Knast. Nee, echt? Ja, sie haben für Lack und Gast. Das ist kein Scherz. Aber ich kann sagen, den Gast kann man empfehlen. Der war super. Mit direkt einem Meerzugang, mit einem Schwimmbad da, Meer und alles. Wunderbar. Also wenn ich mal irgendwo oder anstelle in Monaco, das ist fast ein Erholungsheim. Aber da war ich den ganzen Nachmittag ein Gast. So. Und dann durfte ich telefonieren. Wen habe ich angerufen? Können Sie sich vorstellen, ne? Einer, der auf dem Casino ist und gerade Geld her von Prinz Armin. Das haben sie jetzt wieder angestellt. Ich sagte, sie sitzt im Gast. Die hat sie halt totgelacht. Ich habe gesagt, kann ja nicht wahr sein. Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Also ich weiß nicht, wie oft die das im Knast erleben, dass jemand gleich oben im Schloss anruft. Dann können die mal rausholen. Da kommt die Hertha, hab ich Prinz Javier in der S-Klasse abgeholt aus dem Gast. Kannst du dir das vorstellen? Und zack, wieder runter zu Bernie Ecclestone in die Höhle, das nächste Auto. Also, das war schon die Härte, sag ich. Das war nachhinein ja nicht. Das ein Erlebnis. Aber das war, in dem Augenblick war ich zunächst geschockt. Die haben mir natürlich gleich die $1000 Strafe angedroht. Das kann ich nicht angehen. Und hat er dann wenigstens einen Wiesmann gekauft, der da die Runden gefahren ist? Die habe ich ja nie mehr gesehen. Die haben mich ja gleich verhaftet. Die habe ich einfach nicht mehr gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das mit der Formel 1 Geschichte in Monaco war schon eine harte Story. Das sage ich eben. Und aber auf die Art und Weise, also ich habe das immer genannt, wir machen eigentlich nur Guerilla-Marketing, ja? Weil wir haben ja kein Budget für. Wir haben nachher als. Die Firma natürlich schon deutlich größer war mit, auch da mit mehreren Modellen und so weiter.
hatten wir mal eine gute Million Euro Budget im Jahr. Mercedes hatte ungefähr übrigens 110 Millionen. Ja, ich finde, nur eine Million hört sich viel an, aber wenn sie dann die Frankfurter Messe machen, waren schon mal 280.000 weg. Ja, klar. Ja, die Genfer Messe 140.000 und so weiter. Sie müssen alle Prospekte, alle Reisekosten, der ganze Zirkus, der da dran hängt. Eine Million ist nichts. Gar nichts. Aber eine kurze Frage, ist eigentlich, wird so ein Auto eigentlich kalkuliert wie Kinderklamotten? Im Prinzip haben sie ihre gleichen Kalkulationsschemata. Ja. Ja, also Materialeinsatz, Wareneinsatz ist klar, Einzelkosten, Gemeinkosten. Ja, dann müssen sie natürlich die Löhne berücksichtigen und die sonstigen Gemeinkosten natürlich. Im Prinzip ja. Die ganzen 300.000 von Bernie Ecclestone, die Strafen immer draufkommen. Nee, aber okay, das ist das. Also, Wiesmann hat sich super entwickelt. Ich muss vielleicht sagen, für mich hat es sich zu langsam entwickelt. Wir haben ja so viel gemacht. Es ist unglaublich, was wir alles gemacht haben. Aber in 98, fragen Sie mich nicht warum, in 98 ist plötzlich Deckenboden geplatzt. Ja, in 98 war wie verrückt. Wir hatten nur das reine Modell. Nur diesen immer noch den MF3? Ja, bis dahin. So, und es sind losgegangen im ersten Jahr mit 4 Autos, dann 8, dann 12, dann 18, dann 28 und so weiter. Aber es hat sich so langsam hingetan. Also ich war nicht zufrieden. Ich habe gedacht, wir machen so viel Aufwand, so viel Einsatz, müsste eigentlich mehr gehen. Und dann 98 ist geplatzt. Und dann haben wir plötzlich in dem Jahr 185 MF3 verkauft. 185 Stück in einem Jahr. Ich hatte nur einen Verkäufer, weil der und ich verkauft haben. Ich war ja viel im Außendienst, ja, die ganzen Geschichten. Er war im Innendienst. Ich habe teilweise die Leute natürlich auch zugestanzt, die dann erst sich die Produktion anschauen wollten und ein bisschen mehr Informationen haben wollten. Die sind auch nach Dülmen gekommen. Das war vom Team her sehr gut. Also 185, und wir hatten nur eine Produktionskapazität von 30 Stück zu der Zeit pro Jahr. Ja. Also theoretisch hatten wir sechs Jahre Lieferzeit. Jahre ausverkauft, ne? Ja, genau. Ende des Jahres kam des Öfteren samstags ein Herr aus Dülmen, also der wohnte bei uns im Ort, vorbei und hat sich immer die Produktion angeschaut, die aktuelle, und hat gefragt, ob er alles fotografieren darf. Okay. Das stellte sich heraus, es ging darum, dass sein Chef, der international viel unterwegs ist und wenig Zeit hat, der so ein Auto haben wollte, aber er sollte ihm alle Informationen zutragen über Farben, über Ausstellungsmöglichkeiten, über Räder und was alles möglich ist, damit der dann schon privat zu Hause seine Kaufentscheidung treffen kann und die Konfiguration mehr oder weniger schon zusammenstellen kann. Eines Tages würde er vorbeikommen und das Auto bestellen. Also, da war jedes Auto frei besprechbar, ne? Ja, das war ein riesiger. Es gibt kein Auto wie das andere, ne? Im Prinzip, ja. Also das war die Konfiguration von den Autos, hat teilweise halbe Tage oder länger gedauert, ne? Die Einteilung der Autos. Da gibt es auch lustige Geschichten mit Farbblinden. Naja, auf jeden Fall, dieser Herr aus Dürm rief mich dann eines Tages an und sagte, am Samstag Nachmittag um 16 Uhr komme ich mit meinem Chef, da müssen Sie da sein, dann will er so ein Auto bestellen. Okay, war ich dann auch da und kam wirklich pünktlich 16 Uhr, kommt damals nagelneu Ferrari Maranello auf den Hof gefegt. Da saß am Steuer dieser Chef und daneben der Herr, der uns mehrfach besucht hatte. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und der Herr ist dann mit mir im Stechschritt sozusagen durch die Produktion, sich einmal anzuschauen, aber wirklich im Stechschritt. Dann kam er in mein Büro, sagte zu mir, setzen Sie sich, ja. Schreiben Sie auf. Okay, ich schrieb auf. Also um es abzukürzen, das war das teuerste Auto, was ich je verkauft hatte bis dato. Mit allem Pipapo. Was war da so teuer bei der Konfiguration? Der hat ja im Prinzip die teuersten Räder, der hat alles genommen. Was, ja, also okay. Egal. Auf jeden Fall war das sehr teuer, das Auto. Und als alles fertig war und wir zur Unterschrift schreiben wollten, sagte er, wann liefern Sie denn? Und da habe ich schon etwas, ja, muss ich schon etwas rot werden bei der Aussage in 3 Jahren. So was hören solche Leute immer besonders gerne, ne? Dann hat er mich gefragt, ob ich ihn auf den Arm nehmen will. Ich sage, nein, sorry, wir sind total zu. Wir sind nur ein kleiner Betrieb und keine Chance. Schiller geht's auf keinen Fall. Konnte ich mir nicht sagen, 6 Jahre. War klar, wir müssen die Produktion ausbauen, ist klar. Aber 3 Jahre war schon relativ optimistisch. Als er dann erkannte, dass ich das wirklich ernst meinte, ist er aufgestanden, hat diesen Vertrag zerrissen und ist wutentbrannt rausgelaufen. Dann dauerte es ein paar Minuten, bis er sich dann wieder erholt hat. Dann kam er wieder rein und sagte, schreiben Sie auf. Das gleiche Ding nochmal, aber in anderen Farben. Für meinen Sohn Thomas. Und noch einer für meinen Sohn, weiß ich nicht mehr, wie er hieß, Albert. 3 Autos, nur die Außenfarbe, Innenfarbe geändert.
Ein für ihn, ein für seine Söhne. Drei Stück. Warte, wann liefern sie? Ich sage in 3 Jahren. Oh. Da sagt der Wut in Brand zu seinem, das war sein Sekretär, der da neben saß. Welchen willst du? Also ernsthaft? Ernsthaft. Er nahm British Racing Green mit braunem und beigem Leder. Tatsächlich. Waren 4. Ich sage, sie können 10 bestellen. Sie müssen 3 Jahre warten. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht erliefern. Alle haben bestätigte Verträge. Ich habe schon einen riesen Scheiß damit. Warte, passen Sie mal auf. Ich scheiß dich sowas von zu mit meiner Kohle. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat dann vielleicht gedacht. Er hat dann gesagt, das war so im November. Also, passen Sie auf, im Mai, nächsten Mai, so und so viel, habe ich meinen runden 50. Geburtstag oder 55, was auch immer, ist egal. Da feiere ich in meinem Haus auf Mallorca mit all meinen Freunden und Geschäftsführern meinen runden Geburtstag oder meinen Geburtstag, wie auch immer. Und da möchte ich mir selber einen Wiesmann-Rotzer schenken dazu. Und der musste außen vor der Tür stehen, in einer riesen roten Schleife. Und da sagt er so in so einem Nebensatz, der muss ja nicht ganz neu sein, aber der muss wie neu aussehen. Ja, aber darf man von neu nicht unterscheiden können. Jetzt hatte ich per Zufall, hatte mich ein paar Tage vorher jemand angerufen, der hatte einen nagelneuen Wiesmann-Rotzer gekauft, hat es aber seiner Frau, sind wir wieder bei dem Thema, verheimlicht und hat einen riesen Stress bekommen mit seiner Frau, dass er dann so viel Geld für sein Auto ausgegeben hat. Und der rief mich ein paar Tage vorher an, das Auto war nagelneu, hatte irgendwie 800 Kilometer, ich weiß nicht mehr genau, gelaufen, praktisch nichts. Und der sagte mir, ich muss sie wieder verkaufen, meine Frau lässt sich scheiden, die ist so sauer. Okay, dann verkaufe ich ihn für sie. Und den dachte ich jetzt an diesen Wagen und habe gesagt, okay, sie kriegen ein Auto, wie neu. 800 Kilometer gelaufen, absolut neuwertig, liefere ich ihnen im Mai nächsten Jahres zu ihrem Haus, da war ich auch mit einer riesen roten Schleife. Und so habe ich es auch gemacht. So, dann habe ich das Auto verladen und dann nach Mallorca verbracht. Und dann haben wir da eine Sause und richtige Feier gehabt. Und er hatte seinen neuen Rotzer. Und er hat 3,5 Jahre später, was ungefähr, hatte die anderen alle alle abgenommen. War das der beste Kunde eigentlich? Also, das war der beste Kunde. Also, an einem Samstagmittag 5 Stück, an einem und denselben. Ja. Also, Endkunden, nicht Händler oder so. Ja. Das war natürlich, hab ich gedacht, da brauchst du einmal den Monat. Das ist nicht schlecht. Und der Sekretär, hat den Wagen, das war noch zum Ende der D-Mark-Zeit. 98 war das. Ende 98, genau. Ende 98, also 99 hat er den Wagen bekommen. Er hatte den Wagen nach Mallorca bekommen. Und 3 Jahre später, also irgendwo, muss er so gewesen sein, 3,5 Jahre später, also irgendwie 2002, genau, weiß ich nicht mehr, hat er das in die Autos bekommen. Und der Sekretär hat seinen auch bekommen. Und er hat ihn gefahren, bis vor wenigen Wochen ist er verstorben. Tatsächlich? Ja. Unglaublich. Der kam aus Düren. Ja, haben Sie immer noch Kontakt? Haben wir natürlich immer Kontakt, ja. Sagen Sie, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ohne Ihnen so nahe treten zu wollen, aber Sie haben eigentlich keine Ahnung vom Autobau gehabt, als Sie damit angefangen haben. Und irgendwann sind Sie in der Formel 1 gelandet, die Formel 1-Fahrer sind damit gefahren. Wer hat denn das Auto abgestimmt oder wie hat man das denn geschafft? Dass der so gut lief und dass alle damit happy waren, das ist ja unglaublich. Gut, also wir haben dann natürlich teilweise Hilfe in Anspruch genommen. Wir haben zusammengearbeitet mit Bildstein, mit Aibach. Wir haben auch mit Michelin sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben dann mit einigen Fachleuten aus der Branche auch Fahrwerksabstimmungen gemacht und solche Dinge. Also das haben wir nicht alles selber gemacht. Also mein Bruder hat sich natürlich sehr autodidaktisch und alles sehr intensiv reingearbeitet. Aber wir haben natürlich auch hier und da externe Hilfe in Anspruch genommen. Aber so rein vom Chassis, Verwindungssteifigkeit und so, das hat gleich... Das ist ja mehr eine Frage der Berechnungen. Ja, das ist mehr eine theoretische Frage, ja, dass wir alles genau berechnen können. Das ist wie im Brückenbau. Wobei die anderen Modelle kriegen ja nachher ein Aluminium-Chassis. Ja? Mhm. Also MF4, MF5 hatten ja ein volles Aluminium-Chassis, wo die Teile verklebt und vernietet wurden. Also wie im Flugzeugbau im Prinzip. Ja. Mhm. Hatte natürlich gegenüber dem Gitterrohrrahmen große Vorteile. Aber der Gitterrohrrahmen war halt die Basis mal irgendwann. Und die Karosserie, waren Sie damit mal im Windkanal? Also aerodynamisch war das? Nein. Wir haben einfach Testfahrten gemacht. Messungen gemacht und Testfahrten gemacht. Ja. Ja. Wir hatten zum Beispiel beim ersten MF4 GT, bei dem Coupé hatten wir große Probleme, dass er bei hohen Geschwindigkeiten einfach auf der Hinterachse zu leicht wurde. Mhm. Ja, und dann einfach eine gewisse Instabilität da war.
Dann haben wir getrickst mit Spoiler, mit allem Möglichen probiert und Unterboden und getestet, bis es gepasst hat. Ja, gut, aber so wie man es früher auch gemacht hat. Ne? Ja, natürlich. Ja. Es war viel auch Improvisation dabei. Ne? Und muss man ehrlicherweise sagen. Aber man hat natürlich mit jedem Auto und wieder dazugelernt. Ja? Im Laufe der Jahre. Es gab einmal einen Riesenschock, als es so richtig eigentlich losging mit den ersten Bestellungen, kam BMW, oder? Nein, das war ganz sehr viel früher. Das war, da lagen 1994 war das. Da haben wir 4 Autos im Bau. 4. Und auf den Samstagmorgen kriegte ich ein Einschreiben von der Rechtsabteilung von BMW München, die uns dann aufgefordert haben, gegen eine riesige Konventionalstrafe rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teile mehr verwenden. Ja, und auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also, Katastrophe. Sie können sich vorstellen, ich sofort meinen Bruder angerufen und dann haben wir da gesessen und gesagt, was machen wir jetzt? Das Wochenende war versaut. Am Montagmorgen haben wir dann einen Anwalt im Frankfurter Raum ausfindig gemacht, der sich mit diesen wettbewerbsrechtlichen Fragen genau auskannte und sind dann nach Frankfurt gefahren, haben uns da beraten lassen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, oder ja, uns wurde dann das Ergebnis mitgeteilt, wir haben keine Chance. BMW ist im Recht. Und zwar nicht, wie man meinen sollte, dass wir irgendwelche Rechte an geistigen Eigentum der Technik oder irgendwas da gegen irgendwelche Paragraphen verstoßen haben, sondern der Punkt war ein ganz anderer, da haben wir nie dran gedacht. Der Punkt war der sogenannte Scheinbezug. Und zwar Scheinbezug heißt, jeder BMW-Händler oder Servicebetrieb auf der ganzen Welt hat in seinen Verträgen stehen, dass er nur Ersatzteil BMW Originalteile verkaufen darf zum Ersatz an originalen BMW Fahrzeugen. Ah, okay. Also zu keiner Fremdverwendung. Ja. Scheinbezug heißt, der Händler, wo ich ja Teile kaufe, das war in unserem Fall natürlich anders, weil es mein Bruder war, der wusste ja nicht, wofür wir die Teile gekauft haben. Mhm. Der konnte es ja nicht unbedingt wissen. Das heißt, wir haben ihn dazu Wissen nicht veranlasst, gegen seinen Vertrag zu verstoßen. Und über diesen Paragraphen Scheinbezug sind wir gestolpert. So. Damit war BMW im Recht. Mhm. Abgesehen davon, auch wenn BMW nicht im Recht gewesen wäre, hätten wir als kleine Würstchenfirma gegen den Konzern BMW jetzt 3 Jahre klagen sollen. Deswegen. Ja, ja. Also es war eigentlich ein Todesstoß. So, damit wäre das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Und das ist nicht nur bei BMW so, ist bei allen Konzernen so. Wenn sie so ein Problem haben, was ihnen die Existenz raubt, unter Umständen, dann müssen sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können im mittleren Management erreichen sie nichts. Weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Die treffen keine Entscheidung. Ja, die haben Angst vor allem. Ja. Ja. Denen können sie reden, aber sie kriegen nichts entschieden. Also sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter gesagt als getan. So, nach langem Hin und Her sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Dr. Reitzel, damals Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde, dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Reitzel. So, dann habe ich mich mit dem Sekretariat von Dr. Reitzel in Verbindung gesetzt. Und dann kriegten wir wirklich 5 Monate später, am 1. August, hatten wir einen Termin, also ungefähr, als wir zum Bundeskanzler damals wollten oder zum Papst. Wenn Sie hätten wahrscheinlich früher einen Termin bekommen. Dann haben wir gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber wir hatten einen Termin beim Reitzel. So, für diesen Termin, also das war ja zu der Zeit, dass wir sehr intensiv doch die Hardtops und alles gemacht haben, da hat das Projekt geruht. Ja? Ja, also sie haben nicht weitergebaut, sie haben gesagt, nein, okay, das müssen wir abwarten. Wir hätten uns ja gekillt, wenn wir da weiter. Und da gab es die Idee, irgendwie auf Mercedes oder Audi umzuswitchen. Nein, wir haben gesagt, wir müssen das gut, was wir gemacht haben, wenn es endgültig das ausgewiesen wäre mit BMW, das ist jetzt eine Frage, die haben wir uns dann gestellt. Aber zunächst mal wollen wir einen Weg finden, ob wir mit BMW nicht weitermachen können. Ja. Weil das ist ja nicht so einfach. Alles war ja der ganze Rahmen, alles war auf BMW-Teile abgestellt. Wir hätten alles neu machen müssen. Ja. Also das wäre ein Riesenaufwand geworden. Gut, jetzt haben wir den Termin am 1. August 1994 beim Dr. Weitze. Jetzt hat mein Bruder mit seiner Truppe natürlich für diesen Termin nochmal ein neues Auto aufgebaut, unter Scheingesichtspunkten auch die Technik gekauft. Und wie das so ist, Techniker bringen mich um. Die haben keinen Bezug zu Zeit und zu Geld. Ja, das ist das große Problem mit den Technikern. Am Abend bevor, wir haben mittags um 12 Uhr den Termin im Münchner Fitz. Und das sind immerhin 670 Kilometer von Dülmen. Das ist nicht gerade um die Ecke. So.
abends um 8 Uhr am Abend vorher hat das Auto den ersten Schrei von sich gegeben. Ja? Ich hatte schon wieder so einen Hals, dem Motto, das darf nicht, war immer das gleiche mit der Technik, auch wenn die Messen anstanden, immer auf den letzten Drücker jeweils. Ne? Mein Bruder fuhr den Wagen nochmal kurz zur Probe, wollte alles testen. Dann ging das Handy, ich stehe da, Auto läuft nicht mehr. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja? Dann haben wir das Auto wieder reingeholt. Hat zum Glück irgendwie noch eine Kleinigkeit, weiß ich nicht mehr, was es war. Da lief das Auto. So, dann nach Hause, unter die Dusche, ein paar Klamotten zusammengepackt. Dann sind wir um Mitternacht rum losgefahren nach München mit dem neuen Auto. So, morgens in München angekommen, die ganze Nacht dann gefahren. Haben wir da irgendwo gefrühstückt in unserer Tankstelle. Auf der Toilette haben wir uns schnell umgezogen. Wie man so macht, wenn man beim Vorstand tippt. Wie man so macht, ja. Und dann sind wir irgendwann zum Fitz und dann muss man da erst uns anmelden. Alles klar, dann kam man da rein. Und der Parkplatz vor dem Gebäude, wo der Dr. Reitze sein Büro oben hatte, war total voll. War nur ein freier Platz. Da stand Dr. Reitze. Der war frei, der Platz. Ja, ja. Da sagt der Portier, stellen Sie ruhig dahin. Das ist kein Problem. Wir stellen ihn dahin. Ja. So, und dann sind wir hoch. Die Sekretärin war sehr freundlich. Wenn wir in so einen Raum geleitet worden, sagen die, der Dr. Reitze wird gleich kommen. Kann nicht mehr lange dauern. Der sucht nur noch einen Parkplatz. Der sucht noch einen Parkplatz, genau. Nee, dann habe ich so am Fenster geguckt, guck da runter und denke, das darf jetzt nicht wahr sein. Da haben da bestimmt 20, 30 Ingenieure, Leute von BMW plötzlich um den Auto rumgelegen, drunter gelegen, fotografiert, gemacht, getan, die kennen das Auto nicht. Genau, was ist das denn jetzt? Das war noch nicht bekannt. Also das war noch nicht so, dass das da noch nicht so was rum mit BMW. Ich weiß nicht, wer es kannte, aber ich kannte auf jeden Fall, war das im Gespräch. Und den konntest du nicht googeln damals. Nee, genau nicht. Genau. Und dann kam der Dr. Reitzel hoch und dann kam er in den Raum rein und hat uns zusammengefallen. Da dachte ich schon, jetzt haben wir schon verloren. Ne? Ja. Der hat uns zusammengefallen. Der war stinksauer. Wegen des Parkplatzes? Nein, nicht wegen des sondern wegen Parkplatzes des, an sich. Wegen der Technik. Der wollte das anonym, dieses Gespräch führen und nicht öffentlich. Ah, okay. Das Auto durfte doch nicht da stehen. Ja, okay, der musste weg. Ja. Also musste das Auto sofort weg. Hinten um die Hallen rum, irgendwo auf einem Hubschrauberlandeplatz hinter den Hallen. Irgendwo haben wir das Auto abstellen müssen. Ne? Mhm. Und dann wieder rein. Aber irgendwann hat er sich dann beruhigt. Also erst war er sauer. Da haben wir eigentlich schon gedacht, jetzt haben wir verloren. Und hat er uns Fragen gestellt, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet haben, aber auf die ich gut vorbereitet war. So, da ging es mehr darum, sagen Sie mal, es ist eine kleine Firma da aus Dülmen, wo ist das überhaupt? Ja, also mal, wieso sollen wir BMW Sie dann in irgendeiner Weise unterstützen? In 2 Jahren sind Sie wahrscheinlich pleite, ja, weil das ganze Projekt, wie wollen Sie das alles finanzieren? Wie stellen Sie das vor? Aber wir können dann keine Partnerschaft, wie auch immer, eingehen. Haben Sie gesagt, dass Sie nebenbei noch Kinderklamotten machen? Ja, genau. Und das sehr gut gehen. Genau das. Factory Outlet haben. Die haben gesagt, was ich alles mache. Ja, ja. Was wir alles noch machen. Ja. Und womit die unser Geld verdienen. Und mit den Hardtop-Geschichten. Dann habe ich das alles, habe ich ihnen Zahlen mitgebracht. Ja. Und dann war er wahrscheinlich sehr erstaunt. Ja, denke ich mal. Dann hat er den Christopher Bengel zu sich gerufen. Der war damals bei ihm, der war nachher der Chef-Designer. Der war damals sein Assi, oder wie soll man sagen, Assistent. Oder. Und der kam dazu. Und dann haben wir das alles vor und zurück diskutiert. Und dann sagt er dann irgendwann, jetzt gehen wir zu dem Auto. Jetzt wollen wir uns das mal wirklich intensiv begucken. Und dann sind wir durch die heiligen Hallen da durch. Und dann ging er mit dem Christopher Bengel zu dem Auto und hat uns gebeten, wir sollen mal bitte Abstand halten. Sie wollen sich auch ein bisschen intern unterhalten. Müssen wir nicht jetzt unbedingt mithören über das Auto. Und dann haben wir so 100 Meter weg gestanden. Und die sind zu dem Auto, Hauben auf, reingesetzt, sind mal eine kleine Runde gefahren, wieder hier und da. Und irgendwann kamen die beiden auf uns zu. Dann sagt der Dr. Reitze, meine Herren, ich muss mich jetzt verabschieden. Mein Flieger geht gleich. Aber machen Sie sich mal keine Gedanken wegen der Messe. Es war so, dass wir die Frankfurter Messe war kurz danach. Und da hatten wir auch gebucht und wollten die Autos ausstellen. Die hatten sie uns auch untersagt, die Autos mit BMW-Technik auszustellen. Ne? Okay. Machen Sie mal keine Sorgen wegen der Messe. Ne? Sie hören wieder von uns. Und dann war der weg. Und dann geht der Christopher Bengel mit uns in die Kantine zum Mittagessen. Und dann sagt er, ich muss Ihnen eins sagen. Der Chef hat sich eine halbe Stunde für sich eigentlich Zeit genommen. Jetzt sind es 1,5 Stunden geworden. Der ist total begeistert von dem Auto. Das fand er richtig klasse. Machen Sie sich mal keinen Kopf. Wir haben zwar einen Vorstandsbeschluss, dass externe Firmen nicht beliefert werden dürfen. Einzige Ausnahme war Alpina. Einzige Ausnahme. Aber ich denke, der kriegt das hin. Der wird sie unterstützen. Wow, okay. So, und dann haben wir tatsächlich ein paar Wochen später, das hat vielleicht 2, 3 Wochen gedauert, kriegt man ein Schreiben von derselben Rechtsabteilung, die uns dann
Vertragsentwurf vorgelegt habe, wie wir dann zusammenarbeiten können. Der war dann noch befristet, limitiert und so weiter. Und das war sicher, dass das funktioniert, dass wir auch keinen Blödsinn machen. Ja, dass da keine Negativpresse irgendwie über BMW oder mit uns im Zusammenhang mit BMW erscheint. Und aber so hat letztendlich der Dr. Reitze uns das Projekt gerettet. Ja, unglaublich, ne? Als bei mir auch im Podcast, den hatte ich ja auch schon zu Gast, ich bin mir nicht sicher, ob er es jetzt im Podcast oder danach gesagt hat, dass er tatsächlich ein Herz für bestimmte Firmen hatte. Unter anderem Alpina, da hat er natürlich immer seine schützende Hand drüber gehalten, die eigentlich auch immer wieder abgeschossen werden sollten. Ja, wegen der MGMR, ne? Ja, genau. Und er hat immer gesagt, nee, wir brauchen diese eine tolle Lücke und genau diese Nischenmodelle und das haben sie eben auch besetzt, ne? Was hat denn der Chris Bengel zum Design gesagt? Oh, das hat er gut. Das war gut. Der Ritterschlag, ne? Der hat gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht, sagt er. Ich sag, wieso? Ihr hättet das Auto nicht zeigen dürfen, nirgendwo. Ihr hättet uns das Auto anbieten müssen, das Design anbieten müssen. Vielleicht hätten wir es gekauft. Tatsächlich? Für eine Sonderserie. Okay. Das aber jetzt können wir das nicht mehr machen. Jetzt ist schon durch. Weil jetzt ist ein Wiesmann. Ja, na gut. Egal. Nur so ist es halt uns gelungen, mit BMW einen Vertrag zu bekommen und hat insofern das Projekt gerettet und dann ist das auch jahrelang immer besser gelaufen mit BMW. Das war also wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Und die haben uns ja nachher auch die 8-Zylinder und die 10-Zylinder teilweise und geliefert. Wir hatten dann trotzdem mal, das muss ich vielleicht noch eben kurz erzählen, einmal hatten wir ein seltsames Ereignis. Da waren auch mehrere Autos im Bau und die hatten alle Teile von BMW alles bekommen, wie immer. Und dann stellte sich raus, keins dieser Autos sprang an. Also kein Auto lief, ja. Und die standen bei uns vor einem Rätsel, wieso laufen die Autos nicht? Das kann nicht sein. Irgendwann war das doch faul. Keiner konnte sich das erklären. Dann haben die, mein Bruder, glaube ich, mit BMW in der technischen Abteilung da Kontakt aufgenommen und nach langem her kamen die drauf. Ja, sie haben jetzt DWS-2 in den Autos. Diebstahl-Wegfahrsperre 2. Also neue Diebstahl-Wegfahrsperre haben die jetzt drin. In der Elektronik irgendwo. Und die muss entschlüsselt werden in ihrer Form. Fragen Sie mich nicht, wie das jetzt geht, damit das Auto läuft. Und dafür brauchen wir ein ganz bestimmtes Programm. Und dann sagte man uns, das können wir euch aber nicht geben. Sagte man, Bruder, ja, Nick, ihr liefert uns die gesamte Technik, alles, jetzt haben wir die Autos da stehen und die laufen nicht. Und dann sagt er uns, wir können dieses Programm nicht kriegen. Wieso das geht? Ja. Das brauchen wir doch. Ja. Ja, das können sie uns nicht geben. Dann hat die Rechtsabteilung sich eingegeben, das können wir nicht rausgeben. Das ist ein Hochsicherheitssystem, weil sie sind theoretisch in der Lage, jeden BMW auf der Straße damit zu klauen. Und nicht schlecht. Können wir nicht geben. Ja, okay. Ja, dann haben wir gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich wieder Dr. Reitzler angerufen. Habe ich mir die Situation erklärt. Ich sage, kann doch nicht sein. Er sagt, da muss ich mich drum kümmern, aber müssen wir wahrscheinlich ein extra Programm verschreiben für Sie. Irgendwas. Und das dauerte mir aber viel zu lange. Dann habe ich über meine Kontakte über die Formel 1 so einen Elektronik-Spezialisten aus der Formel 1 abgeworben, kurzfristig, also nur für diese Aktion jetzt. Und er hat dann für kleines Geld hat er dann tatsächlich das Programm hier gemacht. Also wieder. Innerhalb kürzester liefen die Autos, aber das durfte jetzt BMW nicht wissen. Hast du das schon geschlüsselt? Ja. Wir mussten trotzdem das Programm von BMW kaufen. Das war ja hochoffiziell. Ja. Und die Autos waren schon längst auf der Straße. So viel zum sicheren DWS-2 von BMW. Ja, gut, da brauchen sie so einen Spezialisten dafür, der sich da absolut mit auskannte. Ich habe da keine Ahnung. Haben Sie die Technik dann zum guten Preis beziehen können? Also oder war das der normale Verkaufspreis für Motoren? Nee, wir haben schon eine Kollektion natürlich bekommen, weil wir haben ja in der Spitze rund 200 Autos gemacht. Und muss ich mir auch vorstellen, was wir sind da über Ersatzteilvertrieb versorgt worden. Ja. So, da waren wir einer der allerbesten Kunden. Wer braucht denn so viel Zeug? Ja? Pro Auto war das ja je nach Modell zwischen 28.000 und 43.000 pro Auto, was wir bei BMW gekauft haben. Okay, wir mal hoch. Okay, ja. Gut. Da braucht kein Händler so viele Teile. Ne? Und vor allen Dingen für die ja eine völlig einfache Geschichte, weil ja, das waren ja Pakete, die wir gekauft haben. Die waren ja klar definiert. Das heißt, ein Händler bestellt von jedem Dorf einen Hund. Ja? Ja, also hier von da und da. Das ist ja wesentlich aufwendiger. Aber wir haben ein Paket, das ist klar definiert, welche Teile dieses Paket umfasst. Ja, da drücken die einmal auf den Kopf, dann läuft das. Das war völlig einfach vom Handling her für BMW. Ja. Und wie war das mit der Gewährleistung? Also ja, Gewährleistung ist ja immer so ein Thema. Also am Anfang gar keine Gewährleistung. Das ist jetzt ungefähr, wenn wir gleich dazu kommen, bei Bolman das gleiche Theater. Am Anfang gibt es keine Gewährleistung oder gab es keine, weil sie sagen, auch mit Recht, wir haben dieses Auto hat den gesamten BMW-Prüfprozess nie durchlaufen. Wir können es nicht freigeben. Wir wissen nicht, wie die Lüftungsverhältnisse, wie die Kühlverhältnisse und sind. Genau, ja.
sagen wir Augenblick mal, selbst wenn die Lüftungsverhältnisse nicht gut wären, aber weil das Radiodefekt ist, nicht auf die Lüftungsverhältnisse zurückzuführen, weil das ist ein Fehler im Radio. Ja. Da muss ja ein unmittelbarer Zusammenhang eigentlich da sein zwischen dem Schaden und dem, was wir verändern und anders machen. Ja, aber darauf, auf solche Späße haben sie sich nicht eingelassen. Also erstmal gar nichts. Und nachher haben sie dann, als sie sahen, dass die ganze Zusammenarbeit sehr gut lief und wir dann auch vertragsgerecht und so weiter alles gemacht haben, haben gesagt, pass auf, wir machen eine Ausnahme. Wenn Schäden auftreten, die wir bei unseren Serien-BMWs auch haben, also wenn wir eine Serie von schlechten Wasserpumpen haben und die gehen kaputt bei allen drei oder fünf oder was der Teufel jetzt, und bei euch auch, dann... Ne? Also die klassischen Rückrufe, die sind dann auch auf die klassischen Schäden, wenn wir Schäden haben an eigenen Autos, die sie auch haben, dafür geben wir euch Gewährleistung. Dann wissen wir nicht, die an euch, dann liegt an unserem Vorlieferanten. Das war schiefgelaufen. Sodass wir dann hier und da mal ein Getriebe ersetzt kriegen oder irgendwas, so ein Differential, weil die selber diese Schäden hatten. Ja. Aber wir hatten nie generelle Überlastung fürs ganze Auto nicht. Die mussten wir selber machen. Und das ist auch ein großes Risiko eigentlich. Ne? Da haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder müssen sie eine Versicherung abschließen dafür. Mhm. So, das kostet dann pro Auto so ca. 1.200 Euro. Mhm. Ja. Mhm. Oder sie müssen sagen, Risiko tragen wir selber. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, das Risiko selber zu tragen, weil der entscheidende Punkt, und das ist das größte Problem dabei, ist gar nicht der Schaden an sich. Das sind häufig Kleinigkeiten. Mhm. Was für ein paar Euro 50 wieder in Ordnung gebracht wird, oder wir haben einen Teil für 50 Euro ausgetauscht oder was auch immer. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass sie keine flächendeckenden Servicebetriebe haben und dass der Kunde, der jetzt 150 oder 200.000, was auch immer, für so ein Auto bezahlt hat und der ist 300 Kilometer von ihnen entfernt, der sagt, ich komme jetzt, bringt euch das Auto, 300 Kilometer. Dann ist er in drei Tagen fertig, dann fahre ich wieder nach Hause 300 Kilometer und dann fahre ich nochmal 300, dann fahre ich, also 1200 Kilometer fahre ich zwei Tage bin ich nur am Rumfahren, weil ihr da irgendeinen Mist gebaut habt. Ja. Seht zu, was ihr macht, holt das Auto ab und bringt es mir wieder, das ist mir auch egal. Ja. Das heißt, das mit Abstand teuerste im Rahmen der Gewährleistung waren die Transporte. Mit Abstand das teuerste. Ja. Transporte waren viel teurer als die eigentlichen Schäden. Ja, viel teurer. Klar. Ja, und können Sie aber dem Kunden noch nicht, er hat zwar keinen Rechtsanspruch, aber wir können sie doch keinem zumuten. Nee, natürlich nicht. Also wenn man so Premium macht und den Preis aufruft, dann muss man das liefern. Also die Transporte waren viel, viel teurer als die eigentlichen Schäden. Mhm. Und die können sie auch nicht in der Größenordnung dann über eine Versicherung abwickeln. Das heißt, die Schäden, ja, aber die Transporte nicht. Das heißt, die Kosten haben sie trotzdem. Also das Risiko müssen sie eingehen. Schwieriges Thema. Aber ganz interessant. Hatten Sie in der Zwischenzeit dann eigentlich so eine Art Händlernetz oder haben das BMW-Händler mitmachen können, wie es man? Ja, als das bekannter wurde, dass BMW auch dahinter steht, also inoffiziell dahinter steht, sagen wir mal, haben 9 von 10 BMW-Händler mitgemacht. Es gab so ein paar Betriebe, wo der Meister sagte, das ist ja meistens gar nicht der Chef gewesen von dem Laden, sondern der Meister, der sagt, ich packe die Dinger nicht an. Ja, kenne ich nicht, ich packe die Dinger an. Die gab es auch. Ja. Aber die meisten Kunden hatten ja in ihrem Umfeld auch irgendwo in der Regel irgendwie ein BMW oder ein Mini oder irgendwas in der Firma oder die Frau oder die Tochter. Wie auch immer, die meisten hatten irgendeinen Bezug zu irgendeinem BMW-Händler. Und die meisten BMW-Händler haben das gerne gemacht nach dem Motto, es sind Kunde, wie jeder andere auch. Ja, der bezahlt ja auch dafür. Ja, oder wir bezahlen das Gewährleistung. Ja. Insofern gab es da eigentlich keine Probleme. Dann im Ausland, wo keiner wirklich das Auto kannte, dann war es etwas schwieriger. Wie war das eigentlich bei der Zulassung damals, als Sie die 7 Millionen für die ganzen 300 irgendwas Punkte ausgegeben haben? Wo konnte man das war die Gesamtentwicklung. Die Abnahme. Aber wo durfte man das Auto zulassen? Weltweit? Weil es sind ja so viele Vorschriften in Amerika, in China. Also wir hatten keine COC-Papiere, sondern wir hatten nur Einzelzulassung damals beim MF3. Ach so, aber Hersteller Wiesmann. Herstellerstatus. Das heißt, eigentlich in der gesamten EU und Schweiz und Norwegen. Das haben wir dann, Bedingungen, die Schweiz abweichend von den EU-Normen verlangt hat, die haben wir auch erfüllt. Aber das war zwar EU-Recht, aber da haben sich auch nicht alle danach gehalten. Das größte Problem war zum Beispiel in Frankreich. Frankreich ist von Stadt zu Stadt und von Dépendance zu Dépendance, macht die, was sie wollen. Mhm. Also in Paris kriegen sie zugelassen und in, was weiß ich, in Marseille nicht, ja. Weil irgendein so ein Beamter da sitzt und kenne ich nicht, gibt's nicht, weiß ich nicht, ja. aber ansonsten war das eigentlich unproblematisch und nachher bei den MF4 und MF5 Modellen haben wir ja COC-Papiere gehabt. Also die waren in Europa komplett problemlos, ohne TÜV-Vorführung, ohne alles, wurden die zugelassen. Okay.
Dann muss ich noch erzählen, Mittlerer Osten, das war natürlich damals auch eine lustige Zeit. Wir haben ja im Mittleren Osten auch ein paar Händler aufgebaut. Also in Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Bahrain. Und eigentlich ist die Lage in den Vereinigten Emiraten so, dass sie liegen zwischen den europäischen und amerikanischen Normen. Ja, irgendwo dazwischen. Wir haben ja nur die europäischen. Die amerikanischen sind ja extrem aufwendig. Wir müssen ja 12 Crash-Tests machen mit Überschlägen und allem Gedöns. Das kostet ja ein Geld. Das kostet Geld, ne? Vermögen. Ja. Also wir haben in den USA auch nie gemacht. Gibt's auf der anderen Seite hat man dann einen riesen Markt, ne? Ja, ganz Amerika. Erzähl dir das. Ja. Aber der arabische Raum, also der Mittlere Osten, war ja für uns irgendwo wichtig. Aber zu der Zeit, heute weiß ich nicht, aber wenn wir hier weiter leben, zu der Zeit ging da die Uhr noch ein bisschen anders. Ja? Also, das muss man auch nur oben im Schloss anrufen. Nein, ich hatte in Abu Dhabi einen sehr engen Kontakt zu jemandem, der auch wirklich einen engen Kontakt zum Königshaus hatte da, wie auch immer. Und der wiederum hatte einen engen Kontakt ich nenne ihn mal so, was ihn wie der Verein heißt, zu dem Chef vom TÜV. Ja, ja, ja. Von dem obersten Boss vom TÜV. Und es ist wirklich so gewesen, wir haben ihn dort eine Ausstellung gehabt und die Autos präsentiert. Und dann hat er den Typen angerufen vom TÜV, den kannte er gut. Gesagt, du, ist ja einer aus Deutschland so, die haben tolle Autos, blablabla, hat ihm irgendwas erzählt, habe ich ja nicht so verstanden auf Arabisch. können wir uns abends zum Abendessen treffen, war wirklich wahr. Ja? Können wir uns zum Abendessen treffen? Ja gut, treffen wir uns zum Abendessen. Dann sind wir mit dem Auto zu diesem Restaurant zum Abendessen. Dann hat er erst mit dem TÜV-Menschen da eine schöne Probefahrt gemacht, hat den erstmal auf Stimmung gebracht, hat ein geiles Auto und so, dann haben wir schön gegessen. Und dann ging es ans Eingemachte. Und dann haben wir hin und her palabert und vor und zurück. Keine Ahnung, was da gelaufen ist, hinter den Kulissen, weiß ich nicht. Tatsache ist, den nächsten Morgen wurden wir dann zu der Behörde bestellt und aber unsere Abnahme. Jetzt Generationen von Hobbyschraubern weinend vorm Radio liegen und sagen, ja. Was so geht das mit dem Abendessen? Aber ob das heute noch so geht, weiß ich nicht. Das ist ja schon Jahre her. Ich glaube, wahrscheinlich geht es heute noch eher so. Ich weiß es nicht. Ja? Das weiß ich nicht. Aber damals ging das. Ja, und, unglaublich. Und Amerika? Ja, Amerika ist natürlich ein Riesenthema. Vom Markt her, ja, haben Sie recht. Aber Sie kennen natürlich die Probleme mit Produkthaftung. Ja. In den USA ein Riesenthema. Und Sie wissen auch, dass die Amerikaner natürlich protektionistisch vorgehen. Ja? Sie schützen sich ja, indem sie für importierte Fahrzeuge machen sie Auflagen ohne Ende. Das heißt, sie müssen da die großen Crash-Tests alles machen, das Kostenvermögen. VW war ganz erstaunt, dass sogar Abgas passen muss. Ja, VW war auch erstaunt. Und das Kuriose in den USA ist, dass sie dort natürlich, wenn sie solange es in den USA produziert ist, kriegen sie alles zugelassen. Aber den größten Unsinn kriegst du zugelassen. Ja. Ja. Und jetzt gibt es eine lustige Geschichte. Guter Bekannter von mir, sage ich mal, war vor Jahren in die USA ausgewandert, hat eine sehr gute Position. Und er sagte, ich will unbedingt einen Wiesmann in den USA haben. Ich sage, ich kann dir keinen Wiesmann in den USA liefern. Ich kann dir einen liefern, aber den kriegst du irgendwo zugelassen. Dann kannst du dir eine Garagenstelle angucken oder ins Wohnzimmer, ist mir egal, aber den kannst du nicht fahren. Da. Ja. Keine Chance. Aber Mensch, das muss doch irgendwie gehen, das gibt es doch gar nicht. Dann habe ich überlegt, und das habe ich dann auch gemacht, aber nur einmal. Ich habe ein Rolling Chassis nach Los Angeles geliefert, zu einem BMW nach Los Angeles. Ein Rolling Chassis. Ja? Und die noch fehlenden Teile einem BMW nach San Francisco geliefert. Und dann hat der eine von dem anderen die Teile gekauft. Dann habe ich zwei Leute nach USA geschickt und die haben das Auto komplett in USA zusammengebaut. Und in dem Augenblick, weil die Rechnung lief zwischen den beiden BMW-Händlern mit den Teilen, war das ein Produkt made in the US. Da war es ein Kit Car in dem Augenblick, so, okay. Was in den USA gebaut worden ist. Zack, zack, zack. Alles klar, Zulassung. Alles kein Problem. Kein Problem. Erstaunlich, oder? Aber damit ist es natürlich aus der Produkthaftung nicht raus. Und ja, deswegen habe ich das auch nur einmal gemacht. Also es gibt tatsächlich in den USA einen einzigen Wiesmann Roadster. Hat er dann bekommen und ohne Probleme zugelassen. Aber USA ist schon eine ganz große Besonderheit. Jetzt mit dem neuen Thema vielleicht. Jetzt kommen wir mal. Ja, genau. Ja. Eine noch, um das Wiesmann-Thema abzuschließen. Mhm. Irgendwann war es ja zu Ende. Ja, leider. Gut. Also es war so, dass wir in den Jahren 2003 bis 2007 sind wir um 450% ungefähr gewachsen. Da hatten wir auch die neuen Modelle noch. Die zusätzlichen Modelle ging alles rasant nach oben.
Wir hatten in der ersten Krise, 11. September 2001, nach dieser Krise, haben wir einen Investor mit reingenommen, aber auf Druck der Banken, im Nachhinein ein völliger Schwachsinn, völlig falsch, aber ist halt so, Druck der Banken, naja, wie auch immer. Und dann ist die erste Produktionsstätte, die wir hatten, aus allen Nähten geplatzt im Laufe der Jahre, da ging gar nichts mehr. Und dann haben wir ja irgendwann den Schritt gemacht zu diesem Gecko-Bau, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Haben Sie vielleicht mal gesehen auf Bildern oder so. Ja, klar. Ja. So, das war eine Riesenkatastrophe, weil wir hatten einen Betrieb von 7,5 Millionen dafür eingeplant und es wurde aus vielerlei Gründen wurden 12,5 Millionen. Klingt fast nach BER. Ah, heftig. Ja, das hängt damit zusammen, diese Konstruktion, diesen Gecko so zu bauen, das können nicht ganz viele Firmen in Deutschland. Und die Firma, die damals den Auftrag angenommen hat, auch die Bank, waren ja noch schon hohe Anzahlungsregeln für Statik und allen möglichen Kram, schon sehr viel Geld bezahlt. Die ging im Zusammenhang mit dem Bau von Sportstätten in Peking damals, Olympiade, sind die in Konkurs gegangen oder Insolvenz gegangen, diese Firma. Und dann sind die von heute auf morgen haben die aufgehört. Und dann stand unsere Baustelle da und keiner kam mehr. Wir waren einen Haufen Geld los und war nichts mehr. So, dann mussten wir jemanden finden. Dann haben wir nach langem hin und her eine andere Firma gefunden. Die konnten das aber nicht so umsetzen, wie das damals in Stahl gebaut worden wäre, sondern die haben das dann in Holz gemacht. Da geht der ganze Zirkus von vorne los. Das hat richtig, richtig viel Geld gekostet. Das war im Nachhinein eine sehr schwierige Situation. Wir hatten gerade 12,5 Millionen investiert, haben im April 2008 die Manufaktur eröffnet mit 30.000 Besuchern, Riesenaktion, alles wunderbar. Aber nicht ahnend, dass im Herbst 2008 die Wirtschafts- und Finanzkrise einbricht, auf uns zukommt, ja, oder auf uns alle zukommt. So, das war ähnlich wie nach dem 11. September damals, aber noch viel krasser, weil viele unserer Kunden, die auch häufig selbstständig sind, hatten selber Probleme oder auch Privatleute haben an Aktien einen Haufen Geld verloren oder haben in den Firmen Probleme gehabt, mussten Leute entlassen, wie auch immer. Um es kurz zu machen, in so einer Situation passt so ein Auto nicht in die Welt. Ja? Dass sie sich für 150, 200.000, was soll man, so ein Spielzeug kaufen, passt dann nicht so gut in die Welt. Das heißt, das kann ich schon aus der ersten Geschichte nach dem 11. September, dass dann die Anrufe kamen, Herr Wiesmann, können wir das noch ein halbes Jahr zurückstellen? Das war gucken, was alles noch passiert. So, plötzlich haben sie das Problem, dass der ganze Kreislauf nicht mehr funktioniert. Ja? Sie haben zwar Aufträge, sie machen die Vorleistung, jetzt stehen da teilweise fertige Autos, halbfertige Autos oder die jetzt als nächstes gebaut werden sollten, werden dann ein halbes Jahr, nach hinten versetzt. Plötzlich bricht ihnen der Cashflow total zusammen. Ja. Das hätten wir alles hinbekommen. Zwar unter Schmerzen, das war nicht der wirkliche Grund. Das war sicherlich mit Grund. Aber es war so, dass wir in der Zeit, 2009 war ein Katastrophenjahr, die Aufträge nicht mehr sicherstellen konnten. Ja, konnten sie machen, was sie wollen, da hat kein Mensch gekauft. Ja, also fast kein Mensch. Das führte dazu, wir hatten einen Investor mit an Bord, da war mein Bruder Bernd, hat einen kleinen Anteil mit übernommen, mein Bruder Martin und ich. So, ich saß immer nur mit Leuten zusammen, die noch nie im Leben ein Auto verkauft haben. Mein Bruder Bernd hat zwar ein BMW-Auto, aber selber nie verkauft. Der saß in seinem Büro da und hat alles vom Computer so geleitet, ja? Ja. Und hat die Leute zu sich zitiert. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Aber also, die haben alle auf mich eingeschlagen in jeder Sitzung, dass ich sozusagen die Aufträge nicht mehr sicherstellen kann und den Abschluss nicht sicherstellen kann. Also der verantwortliche Geschäftsführer vom Vertrieb war ja nun mal ich. Die Technik hat gesagt, wir können keine Aufträge haben und die nehmen die Autos nicht ab, können wir da nichts dafür. Die haben Urlaub gemacht und ich habe mir Bein rausgerissen, um irgendwie weiterzukommen. Und das führte dazu, dass meine Frau und ich in dem Jahr an zwei Sonntagen zu Hause waren, im ganzen Jahr, außer Weihnachten, das war aus der Reihe, und ansonsten nur gearbeitet haben. Entweder wenn wir nicht auf Messen, auf Veranstaltungen irgendwo waren, dann waren wir im Betrieb, weil wir haben auch Samstag, Sonntags aufgehabt. Ja, freie Besichtigung und so, da kamen immer viele Leute. Wir hatten eine Boutique da, wir hatten ein Café oder ein Bistro da, wenn sie so wollen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel. Sie hat hart gearbeitet und ich habe dann auch noch China aufgemacht. Die Geschichte erzähle ich Ihnen noch. Dann haben wir China gemacht mit einem Konzern in China. Die machen 7,5 Milliarden Dollar umgerechnet Umsatz im Jahr. Und diese Leute, die habe ich in Genf bei der Messe kennengelernt, und die wollten eine kleine separate China aufbauen mit
ausgefallenen Sportwagen. So. Und nicht nur Wiesmann, sondern auch Ferrari und Lamborghini und was so. Also eine kleine, feine Geschichte. Und dann in den wichtigsten Städten in China, so extra Showrooms unter ihrem Namen darauf an. Weil was das hier in der Regel macht, man natürlich Brot- und Butterautos in Riesenmengen. Ne? So, und beim Abendessen, als wir die Verträge, das ist eine lange, lange Geschichte, aber als wir die Verträge gemacht haben, beim Abendessen, da saß der Oberhäuptling da mit mir am Tisch von diesem Konzern. Und dann sagte er zu mir, Herr Wiesmann, Sie wissen, selber können Sie einschätzen, eure Autos ist ja irgendwie lustig, aber da können wir keine Mengen von verkaufen. Ich schätze mal, wenn wir da irgendwann mal auf 50 bis 100 Stück und so kommen in der Größenordnung, dann ist es doch gut, ne? Das wäre für uns natürlich schon hervorragend gewesen, aber für ihn war das ja nichts. Ne? Er sagte, warum macht ihr nicht einen ganz, ganz edlen SUV? Ganz, ganz edlen SUV, weit oberhalb von damals Cayenne X5 oder so, weit oberhalb. Der kann ruhig 350, also für unsere Verhältnisse jetzt 350.000. Kostet es egal, der muss nur geil sein und der muss was ganz Spezielles sein. Wenn ihr sowas machen würdet, dann mache ich mit euch einen richtigen Vertrag. So, ich habe natürlich bei mir gedacht, wir SUV. Ja. Hallo, wie sollen wir denn SUV machen? Und so, Würstchenbude von ganz aber der Gedanke habe ich nicht losgelassen. Ich habe da mit meinem Geschäftsführer, wir hatten einen angestellten Geschäftsführer, ich habe 2007 die kaufmännische Geschäftsführung abgelegt, weil ich konnte nicht die kaufmännische und Marketingvertrieb, das war unmöglich. Also hat die kaufmännische Geschäftsführung jemand anderes, ein externer übernommen. Mit dem habe ich mich zusammengesetzt und haben das Ganze durchgespielt. Und ich erzähle das noch kurz. Wir sind dann auf die folgende Idee gekommen. Ich kannte den Professor Göschel ganz gut. Professor Göschel war der Nachfolger von Dr. Reitzle, Technikforscher bei BMW. Der hat ja teilweise noch die Formel 1 BMW damit ein bisschen betraut oder ist dann noch im Hintergrund mit Ecclestone und den ganzen Geschichten ausgehandelt und so. Wie auch immer. Der wurde dann aber altersbedingt in Ruhestand versetzt. Das ist ja so. Bei BMW ja früh ist mit 60. Ne? 60 oder 61 oder irgend sowas. Ja, ja. Und der wollte aber noch nicht in Ruhestand. Der ging also zu Magna nach Österreich. Der Professor Göschel. Und Magna Österreich ist ja ein Hersteller, die stellen ja komplette Autos her, ne? Ist ja ein Riesenname. Ja. So, und jetzt habe ich mich mit Professor Göschel, der Hartmann hat ihn zunächst kontaktet, wenn ich mich richtig entsinne, ist egal. Auf jeden Fall kam dabei raus, dass man bei Magna durchaus Kapazitäten hätte, weil dieser Rapid von Aston Martin, dieser Viertürer, der lief nicht so gut wie geplant, und haben sie freie Kapazitäten gehabt. So, und dann hat man uns gesagt, also Sie könnten sowohl die Entwicklung von uns machen, als auch die Produktion dieses SUVs machen. Wir brauchen allerdings eine Freigabe von BMW, weil wir brauchen die gesamte Technik von BMW. Also diese Four-Wheel-Drive und die bis zum 18. oder 12. glaube ich sogar damals, ich weiß gar nicht genau, die großen Motoren, was wir alles von BMW dafür brauchen. Das können sie natürlich selber nicht machen. Aber die gesamte Entwicklung und die Produktion können sie machen. Und Wiesmann sollte dann nur ein bisschen Design beisteuern, so ein bisschen Wiesmann Wiedererkennung, ja, und innen drin und wie auch immer, soll man was so einfallen lassen, das wäre aber dann Wiesmann SUV. Aber würde in Österreich produziert. Dann kamen natürlich die dicken Zahlen. Das waren über 60 Millionen Entwicklungskosten, ja. Die wir natürlich unmöglich bezahlen können. Also ich wieder nach China und dann haben wir mit dem ganzen Konzept das alles diskutiert. Und dann haben die Chinesen sich bereit erklärt, diese 60 Millionen zu bezahlen. Mhm. Und die sollten dann über die Stückzahlen, über den Einzelpreis dann umgelegt werden. Fünf Jahresvertrag, 2500 Autos pro Jahr. Fünf Jahre fix, mit abgesichert, 5 Jahre, 2500 Autos pro Jahr. Und die haben an die Entwicklungskosten waren entsprechend im Preis umgelegt. Ne? Was das aber immer dann für Zahlen gewesen wären. Ja, das waren Zahlen, das sah ihn. Das Rechner explodiert. Ja, und dann will ich noch nach Russland, nach Moskau, da hatte ich einen Partner und habe denen die ganzen alten Gussstaaten an der Hand gegeben. Da wollte ich sowieso nichts machen. Dann hat der gesagt, okay, wenn du mir die ganzen Gussstaaten gibst, also einschließlich Russland da, dann mache ich eine verbindliche Bestellung von 500 Autos pro Jahr. Also waren wir bei 3000 Autos pro Jahr und hatten den Rest der Welt frei für den eigenen Vertrieb. Okay, und der Rest der Welt war noch eine ganze Menge noch. Ja. Ja, so ein bisschen was übrig. Da war noch ganz Europa, das war USA natürlich auch. Ja. Und was weiß ich, also Asien zum Teil nicht ganz. Also die Chinesen haben schon einige Länder da in Anspruch genommen. Das war mir egal. So, das Ganze durchgerechnet, vor und zurück, ein Riesenkonzept gemacht mit dem Rainer Hartmann zusammen, also meinem Geschäftsführenden Partner da. Mit den ganzen Kram vorbereitet
und sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und haben gedacht, jetzt haben wir das Ei des Kolumbus gefunden. Wiesbaden wird jetzt durch die Decke schießen durch dieses Projekt. Wir haben schon so gedanklich davon geträumt, wir fahren mit dem SUV vorne weg und mit unseren anderen Sportwagen hinterher die große Tour von Dülmen bis Peking, ne? Und lassen die Presse begleiten und so. Ja. So, jetzt kommen wir in die Gesellschafterversammlung mit unserem Plan und dann war der Traum zu Ende. Dann haben die uns alle ausgelacht und gesagt, seid ihr denn voll wahnsinnig, seid ihr größenwahnsinnig geworden, seid ihr total verrückt geworden mit Chinesen und dann mit den Russen und hin und her. Keiner ist mitgegangen. Tatsächlich? Habe ich nicht durchgekriegt. Und dann kamen noch viele Dinge, andere Dinge zusammen. Und dann habe ich gesagt, das war's für mich. Mit euch kann ich keinen Fußball mehr gewinnen. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich war sowas von fertig, auch ausgebrannt von allem. Ja, vor allem, wenn man nach der ganzen Vorarbeit, wenn man das alles schon auskastet. Ja, das war ja nur ein Projekt, das waren tausend Sachen, die kann ich ja gar nicht alle in kurzer Zeit erzählen. Aber ich hatte die, auf Deutsch gesagt, die Faxen dicke. Ende 2011, Weihnachten, wo wir endlich mal zu Hause waren, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich bin ausgebrannt, ich bin fertig. Ich habe keine Lust mehr, mich mit denen den ganzen Tag rumzuschlagen. Ich, auf mir reiten sie alle rum, weil ich verantwortlich bin für Vertrieb. Selber haben sie noch nie ein Auto verkauft. Die wissen gar nicht, was los ist am Markt. Ich habe keine Lust mehr. Ich drehe von der Geschäftsführung zurück. Ich falle irgendwann vom Stuhl und sagen sie, der Depp ist selber schuld. Ja, ist klar. Ja, und das war der Anfang vom Ende im Nachhinein, weil ich bin aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Und dann hat es einen neuen Geschäftsführer gegeben, der Investor, den wir drin hatten, maßgeblich mit ausgesucht hat, sage ich mal so. Der maßgeblich mitbestimmt hat. Er hat auch die Verantwortung dafür übernommen, dass das alles funktioniert, dass er mehr Kontrollen ausübt. Ich bin dann nach München gegangen, habe einfach in München einen Laden aufgemacht, habe Wiesbaden in Bayern und in Österreich gemacht. Ja. Das war eigentlich eine relativ gute Geschichte. Lief auch wunderbar. Nur die neue Geschäftsführung war leider kriminell. Kann man so sagen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber da sind Sachen gelaufen. Das war unfassbar. Also wir sind, mein Bruder ist dann auch ausgestiegen, weil er mit denen überhaupt nicht klar kam. Ich kann nur soweit sagen, dass wir völlig falsche Zahlen bekommen haben. Das stimmt alles nicht. Dass viele Sachen gelaufen sind, die sind gerade so unglaublich. Und von der Insolvenz, was die dann im August 2013 war, auf die ist ganz bewusst hingearbeitet worden. Mit dem Hintergedanken, das Ganze aus der Insolvenzmasse günstig aufzufangen, zu übernehmen. Damit wäre man die Wiesbadener los gewesen, alle drei, und hätte das für einen kleinen Preis selber genommen. Das war der Hintergedanke und so ist es auch gelaufen. Und von der Insolvenz selber habe ich aus der Zeitung erfahren. Also das gibt es eigentlich gar nicht, dass die Gründer und Mitgesellschafter ja immerhin, dass da nicht eine Gesellschafter sondern angerufen wird, wenn jetzt so eine Situation eintritt, dass man eine Insolvenz anmelden muss. Ja. Dann hätte man eigentlich eine Gesellschaftsversammlung machen müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf, so ist die Situation. Entweder ihr schießt nach. Genau, ja. Ja, macht weiter oder ihr lasst es sein, dann bin ich morgen am Amtsgericht. Ja. Aber die Entscheidung haben wir gar nicht getroffen. Die hat einfach Insolvenz angemeldet. Mit einem klaren Hintergedanken, was laufen soll. Es war schon alles organisiert im Hintergrund. Da könnte ich in Geschichte erzählen, das sagen wir aber jetzt nicht. Also eine ganz krumme Geschichte, absolut unnötig. Hätte gar nicht sein müssen. Ich hatte, und das war im August 2013, im Oktober 2013, also zwei Monate später, hätten wir sofort weitermachen können. Ich hatte den Investor, ich hatte alles, um sofort den Laden wieder anzuwerfen. Und ich wäre wieder zurückgegangen nach Dülmen, wir hätten sofort weitermachen können. Wissen Sie, was dann passiert ist? Ich hatte mittwochs mit meinem Investor, den ich an der Hand hatte, aus Österreich war der, alles klar gemacht. Und wir hatten mittwochs den Termin beim Anwalt, um die Verträge zu machen. Und am Dienstag davor zieht der noch Geschäftsführer von Wiesbaden, zieht einen Antrag auf Insolvenz zurück. Das hat es eigentlich in der Geschichte meines Wissens noch nie gegeben. Weil, wenn Sie den Antrag auf Insolvenz zurückziehen, müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist nachweisen, dass Sie alles bedienen können, alles auf Null stellen können, aus eigener Kraft und dann können Sie weitermachen. So, das waren wir jetzt rätselhaft, was da läuft. Das hat er nur gemacht, um ein paar Monate Zeit zu gewinnen und meine Investor zu verhindern, um ihren Plan durchzusetzen. Ja? Und dadurch ist meine Investor auch abgesprungen. Ja, das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Ich habe dann wirklich Top-Leute gehabt, die mit mir zusammen das Unternehmen sofort übernommen hätten und weitergemacht hätten.
Die sind aber alle verhindert worden. Jetzt, mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil ich dann mich auf dünnem Eis bewege. Ja, aber schlimm, wie so ein Lebenswerk eigentlich zerschlagen wird. Ja, von, total. Und dann ist Heuschrecken, ne? Also ja, im Endeffekt ist es ja so. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also da könnte ich Geschichten anerzählen, aber dann ohne Mikrofon. Ja. letztes Jahr hat sie eine Berry-Jacke bekommen, ein Engländer indischer Abstammung. Das war aber schon von vornherein klar. Also es war zu einem bestimmten Zeitpunkt von vornherein klar, dass der das bekommt, egal wer da sonst noch kommt und das haben will, machen will. Das heißt, diejenigen, die es dann auch machen wollen, die ich auch gebracht habe und wirklich viel, viel bessere Situationen, viel, viel, viel mehr Geld, viel mehr Background in diesem Bereich, sind alle nicht zum Zuge gekommen. Dieser Berry hat es bekommen und das Ende vom Lied ist, dass das Ding da 6 Jahre später immer noch tot rumsteht und es nichts passiert. Außer, dass sie, kann man im letzten Jahr nachlesen, dass die ja schon 30 Millionen versenkt haben und haben immer auch kein Auto mehr, noch nie eins zu haben. Weil erstmal nur Geld zu haben reicht auch nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich heute die Bedingungen durch die elektronische Vernetzung der Fahrzeuge ist natürlich eine ganz andere Situation. Möglich, ne? Ist ja. so einfach nicht mehr möglich, wie wir es damals gemacht haben. Das heißt, da müssen sie 2-stellige Millionen in die eigene Entwicklung für Elektronik investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, unter wirtschaftlichen Kriterien ist das überhaupt noch machbar. Ja? Klar, wenn man Geld genug hat und sagt, ich mache das als Hobby, dann kann man so weiter ja machen. Aber irgendwie ist da der Wurm drin. Wir kriegen es auf jeden Fall in 6 Jahren nicht auf die Reihe. So, ich habe dann, nachdem die Insolvenz war, war meine Geschäftsgrundlage für München ja auch weg. Das heißt, ich kriegte keine Autos mehr. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte 53 Aufträge in München, die ich in Dülmen platziert hatte zur Produktion. 53. Und zum Zeitpunkt der Insolvenz hatten die 64 Aufträge. 53 waren von mir aus München. Die haben gar keine Aufträge mehr angenommen. Ein fähiger Verkäufer noch 11 Autos verkauft. Ja, ja und die ganzen Länder auch. Die haben die ganz bewusst absaufen lassen, die Geschichte. Nur ich. Durfte es natürlich nicht wissen. Hab's dann auch nach und nach ausprobiert. Lange Geschichte, egal. Als ich dann mit meinen Investoren nicht zurande kam, aus verschiedensten Gründen, muss ich jetzt auch wieder aufpassen, habe ich mich von dem Thema verabschiedet. Ich habe gesagt, dann ist das Thema für mich jetzt erledigt. Ich hatte ja zwischenzeitlich eine Wiesbaden Consulting gegründet, weil ich habe früher auch auf vielen Veranstaltungen mit Wirtschaftsleuten oder Bankern oder wie auch immer auf Vorträge gehalten, ist egal. Da habe ich über meine Wiesbaden Consulting gemacht und habe auch Beratungstätigkeiten, als ich in München dann war, Beratungstätigkeiten gemacht für alle möglichen Firmen. Also Schwerpunkt Marketing, Vertrieb. Habe dann in Rotterdam am Tegernsee 9 Jahre gewohnt und habe eigentlich über Wiesbaden Consulting nur Beratung gemacht, auch von Startups, alles mögliche. Also nicht Autos nur, sondern auch Brillen und Schuhe und egal okay, was, ja, alles. Okay, ja. Alles gut. Und da habe ich mich eigentlich schon mit abgefunden. Das hat ja auch durchaus Spaß gemacht. Hatte ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Der Vorteil war auf jeden Fall, dass man irgendwie einen festen Auftrag hatte. Hatte eine 3 Monate Zeit, irgendwie ein Konzept zu arbeiten mit allen Pipapo und Businessplan, allem Gedüll. Und dann hat man das dann halt zwischendurch ein paar Termine und dann hat man das abgegeben. Aber da hat keiner gefragt, ob du montags morgens ab 8 Uhr arbeitest und bis Montagabend. War egal, Mann. Ja? Also bei schlechtem Wetter hast du halt mal durchgearbeitet, auch mal Nächte durchgearbeitet und wenn das dann schön war, bis wir auf dem Berg gegangen, so heute mache ich nichts. Ja, also war nicht gut, ne? Ja, das war gut. Klingt nicht schlecht. Der Nachteil war natürlich, dass man immer sich jedes Mal wieder ein neues Projekt suchen musste. Also die Sicherheit, aber machst du im halben Jahr oder so, ne? Kommt dann wieder nach und also man muss immer um Aufträge kämpfen. Ja gut, aber das habe ich gemacht und hätte ich wahrscheinlich auch noch ewig gemacht, also solange ich kann. Bis mich dann ein Anruf erreichte von einem ehemaligen Chef der BMW MGmbH in Prommesberger. Ist ja durchaus bekannt, dass der Chef der MGmbH war. Der rief mich an, den kannte ich sehr gut, weil der war öfter in Dülmen früher auch bei unserer Manufaktur. Da haben wir ein bisschen Spaß immer zusammen gehabt. Fand immer alles gut, was wir machen. Okay, der ruft mich an und sagt, hör mal zu, da ist eine Firma in der Nähe von Augsburg, das Vater und Sohn. Die haben in Anlehnung an das BMW, an das legendäre BMW 02 Cabrio, haben die ein Auto da jetzt auf die Beine gestellt, in Vollcarbon. Ich habe mir das angeguckt, das ist handwerklich wirklich super gemacht. Wirklich eine tolle Leistung. Aber das sind halt, der eine ist mehr kaufmännisch, der andere ist mehr technisch. Aber die haben von Marketing, Vertrieb, da fehlt es. Da haben die wirklich keinen Plan, ob ich nicht mal mit ihm da hinfahren würde, um mir das anzugucken. Dann haben wir uns in München verabredet. Ich habe ja dann am Tegernsee gewohnt, bin in München und dann sind wir da hingefahren, von Augsburg-Welden heißt der Ort. Dann habe ich die Herren Käser kennengelernt, Vater und Sohn. Und muss sagen, die haben also diesen Everytimer, heißt das Ding ja, 02 Cabrio, haben die wirklich hervorragende Arbeit gemacht. Hervorragend. Da können Sie jede Ecke gucken, das ist wirklich super, super gemacht. Aber das Konzept war nicht ganz perfekt.
Das Grundübel war bei dem Auto nicht die technische Machbarkeit oder sonst was, sondern sie haben damit angefangen, als es noch diesen 135i der Vorgängergeneration gab, auf den basierte dieses Fahrzeug. Und dann ist die Produktion ausgelaufen und dann konnten sie nur noch mit gebrauchten Autos machen. Da, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Und da sie auch keinen Herstellerstatus haben, hast du dann einen neuen Everytimer gekauft, weil es neu war, bis auf die Technik drinsteckt, ist gebraucht, auch wenn die überholt wurde, alles gemacht. Aber du hast dann einen Brief, war immer noch ein BMW und der ist 6 Jahre alt. Mhm. Ja, und das ist ein schwieriges Thema. Vor allem bei dem Preis wahrscheinlich. Ja, das ist schwierig. Oh. Da habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Die Leute werden das nicht schlucken. Dass sie einen 2013er BMW kaufen für 120.000, auch wenn, das wird schwierig. Ja. Da habe ich gesagt, wir müssen was anderes machen. Die Situation hat sich gegenüber der Zeit bei Wiesmann natürlich total verändert. Wenn wir damals natürlich noch so baukastenartig sozusagen so ein Auto produzieren konnten, ist das heute eigentlich ist noch machbar, aber da müssen sie eine komplette Elektronik entwickeln. Mhm. Wie gesagt, 2-stelliger Millionenbetrag lässt sich nicht rechnen. Können Sie vergessen. Das heißt, wir müssen ein Basisauto haben, auf dem wir aufbauen, sonst kannst du das wirtschaftlich nicht betreiben. Mhm. So, und dann haben wir uns für einen BMW Z4 M40i entschieden, weil das eigentlich ein Top-Auto ist, eben die auch der beste aus der Baureihe, und da kann man ja noch viel draus machen. Und haben dann überlegt, wir machen jetzt einen neuen Roadster auf der Basis dieses Autos, aber ganz anders. So, und daraus ist dieser Boatman jetzt entstanden, den wir jetzt vor 4 Wochen jetzt erstmalig präsentiert haben. Das Auto ist im Original, kommt das viel, viel besser. Ich habe einen Fehler gemacht, muss ich zugeben. Ich wurde von allen Seiten gedrängt, mir nicht zu zeigen, was wir da machen. Und da habe ich die ersten Prospekte gemacht mit Renderings, also mit Computerbildern, die noch längst nicht so waren, wie das Auto wirklich ist. Okay. So, und da ist es nicht so gut angekommen. Und dann fand man sich, aber jetzt im Latura ist der um Klassen besser. Das war natürlich ist besser als umgekehrt. Ja, jetzt waren die Leute wirklich von Socken. Wie gut die Autos sind. Handwerklich sowieso perfekter als wir je waren bei Wiesmann. Aber technisch auch. Ja, jetzt sind wir dabei, halt die Präsentation zu machen. Die erste ist bei uns in Welden sehr gut gelaufen. Dann sind wir in Dortmund. Dortmund ist ja das ganze Gebiet, im Ruhrgebiet und bis Köln und bis Hochmünster, Osnabrück, ist ja unser Stammgebiet gewesen. Ja, da kommen ja, Leute klar. Ohne Ende jetzt dahin. Und ich da aufgrund der Entfernung jetzt nicht bis Hamburg oder bis München oder sonst wo hinfahren. Und die kommen da alle hin. Schauen wir mal. Also wir haben ja eine First Edition aufgelegt, 30 Autos, die eine ganz besondere Ausstattung haben. Wir haben jetzt innerhalb höchster Zeit, obwohl das Auto kaum jemand kennt und wir die ganzen Präsentationen im Prinzip noch vor uns haben, haben wir schon 19 Stück verkauft. Wow, okay. Das ist nicht so schlecht. Boltman CR4 heißt der. Ja, CR4 und das C steht für Carbon. Also das Auto sieht aus Vorcarbon. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber dem GFK, was wir bei Wiesmann hatten. Mhm. Aber auch viel teurer. Viel teurer, ja. Was kostet der? Gibt es da schon einen Preis? Das Auto kostet 185.000 plus Extras. Also in der Regel so wie gekauft oder verkauft wird, irgendwo 2,5, 2,10, 2,15 in der Region. Aber es ist halt ein handgemachtes Einzelstück, individuell ausgestattet, toll gemacht. Allein die Innenausstattung kostet ein Vermögen. Wer macht den jetzt? Bitte? Wer baut den jetzt? Ja, wir. Ja, also Sie haben eine komplett eigene Fertigung wieder aufgesetzt? Ja, mit Einschränkungen. Also wir haben noch nicht alles, was wir aber in Zukunft machen werden. Das ist genau wie bei Wiesmann auch. Wir haben am Anfang auch nicht alles gehabt. Aber wir haben noch keine eigene Sattlerei zum Beispiel. Wir haben auch eine eigene Lackiererei zum Beispiel. Ja. Aber wir haben noch keine Sattlerei. Sattlerei ist so ein Spezialthema. Ja. Haben wir eben vergessen zu erwähnen, habe ich natürlich aus meiner Textilgeschichte, habe ich die Leute übernommen. Die sind alle auf Leder umgeschult worden und auf mit den Maschinen. Aber vom Prinzip ist das gleich. Die haben dann die ganzen Jahre Leute, die auch früher bei mir in der Konfektion gearbeitet haben, haben auch an den Autos gearbeitet. Ihre Geschichte eigentlich. Und das werde ich jetzt nach und nach auch wieder aufbauen, aber das dauert ein bisschen. Also im Augenblick machen wir die Produktion selber, aber wir haben externe Zulieferer. Das heißt, die Carbonteile können wir selber nicht machen. Das wird eine Millioneninvestition nach sich ziehen. Sie brauchen ja diesen Autoklaven dafür. Das kostet ja ein Vermögen. Da brauchen sie Spezialfirmen für. Und wir können auch im Augenblick die Sattlerei noch nicht selber machen. Aber also die Sattler arbeiten. Aber das werden wir nach und nach uns aufbauen. Ja, klar. Und Sie kriegen die Basisautos, den Z4, wieder von BMW geliefert? Haben Sie den Vertrag noch mit denen? Also die alten Beziehungen bestehen noch sozusagen. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und vor allem, dass Sie das so mit in die Jetztzeit rüber retten konnten. Also Ihre Kontakte und also dass man da wieder so Vertrauen in Sie steckt, das finde ich ja sensationell eigentlich. Ich muss Ihnen eigentlich sagen, ich darf dabei nicht unerwähnt lassen, dass auch die Herren Käsen sehr engen Kontakt zu BMW haben. Ja. Einer direkt Verwandter von denen ist ganz
in der hohen Etage okay. bei BMW. Also Beziehungen helfen immer, ist klar. Ja, klar. Und man muss auch fairerweise sagen, wir haben es ja über die ganzen Jahre mit der Wiesbaden-Zeit nicht zu Schulden kommen lassen, was BMW angeht. Wir haben ja gute Arbeit gemacht, wir haben gute Presse gehabt. Ja. Wir haben ja auch ein positives Image gehabt. Ja. Wir waren Unternehmer des Jahres in Nordrhein-Westfalen, die gewählt 2007. Wir haben im Luxus-Ranking in Deutschland haben wir die 5. Position erreicht von allen Firmen in Deutschland. Alle Firmen aus allen Branchen, alle. Weit vor Jorup oder Jill Sander oder wen sie wollen, ja, waren wir ganz oben. Ich war mehrfach nominiert als Unternehmer des Jahres von Ernst & Young und sonst was war ich unter den letzten drei. Ist aber wurscht, ich will mich jetzt nicht beweihen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber Sie haben auf eine unglaublich tolle gute Sachen gemacht. Ne? Und die hatten auch einen guten Namen und auch heute noch. Also ich kann sagen, jetzt im Zusammenhang mit dem Boltman, die Herren Käs, sind perfekt, auch menschlich passen wir sehr gut zusammen, aber die haben natürlich die Beziehung nicht und die Kontakte nicht, woher sollen sie sie auch haben. Ja. Aber egal, wen ich jetzt angeschrieben habe, so nach dem Motto, ich habe geschrieben, erlauben Sie mir bitte, dass ich mich kurz vorstelle, mein Name ist Friedhelm Wiesmann, ich habe zusammen mit meinem Bruder blablabla, ich habe ein paar Sätze zugeschrieben und schon wussten die alle, ob das jetzt die Reifen oder Felgenlieferanten oder was auch immer die waren. Ja. Ich hatte immer innerhalb von Minuten hatte ich einen Rückruf oder einen Kontakt. Ja. Also wir haben nach wie vor, trotz der Insolvenz, die wir selber gar nicht wirklich am Ende verursacht haben eigentlich. Ja. Natürlich haben wir eine schwierige Situation durch den Bau und alles, klar, aber wir wären nie in Insolvent geworden. Egal, ist eine andere Geschichte, nur wir haben nach wie vor einen guten Ruf am Markt. Ja. Gutes Standing auch gegenüber den Lieferanten von früher und so weiter. Ja. Da ist keiner da. Der sagt, ihr wart, es hat die Pleitegeier von damals oder so. Das ist gut. Das war schon, ist alles gut. Und da konnte ich natürlich jetzt sehr, sehr, sehr viel einbringen in das Boltman-Thema aus der alten Zeit. Und habe natürlich auch in kürzester Zeit jetzt einen Vertrieb aufgebaut. Zunächst war es in Deutschland. Aber jetzt geht es ja, durch die Pandemie waren wir natürlich gehandicapt, im Ausland viel zu machen. Aber jetzt gehen wir nach und nach ins Ausland. Ne? Ich habe am Samstag die erste Delegation da. Wir sind dann auch unterwegs. Wir können auch Rechtsgelenkte machen. Das heißt, wir gehen auch nach Großbritannien, trotz Brexit. Auch wieder ein schwieriges Thema. Ne? Ja, ich weiß. Das ist nicht einfacher. Ja, ist nicht einfacher. Ja. Aber gut, wir haben ja noch viele Märkte in Europa. Ja, und das muss man halt jetzt nach und nach aufbauen. Und jetzt werde ich mich mit meinen 67 Jahren nochmal reinstürzen. Ein paar Jahre, um das Ganze aufzubauen. Ich glaube, wenn man einmal Unternehmer ist, dann muss man einfach immer weitermachen. Ja, ich wollte vor allen Dingen nicht so enden. Ja. als andauernder Autohersteller. Was machen Ihre Brüder? Sind die da auch wieder mit drin oder haben die sich verabschiedet und genießen den Ruhestand? Der Bernd, der ist ja 4,5 Jahre älter als ich noch. Der ist schon seit mehreren Jahren im Ruhestand. Hat seine zwei BMW Autohäuser, die hat er verkauft an die A-Gruppe, das ist eine große Gruppe, BMW-Gruppe. Und Martin, der hat ja in Münster, also nicht weit von Dülmen entfernt, hat er ja noch einen Betrieb aufgemacht und betreut nach wie vor Wiesmann-Kunden mit Ersatzteilen, mit Service und so weiter. Handelt okay, also das mit gebraucht wird gemacht. Aber das macht er heute noch, aber so nach und nach geht er auch so, so in Rente. Also wir haben mit dem Boltman nichts mehr zu tun, gar nichts zu tun. Sie bleiben noch ein bisschen. Ich bleibe noch ein bisschen, wenn ich so eigentlich noch kann, ja. Klingt auf jeden Fall gut und ich glaube, ich freue mich da schon auf die künftigen Marketingaktionen, die Sie da jetzt abfeuern. Also da bin ich gespannt, was da noch alles kommt und was Sie vielleicht da noch für Geschichten erzählen. Ja, ich muss mich natürlich jetzt teilweise mit Sachen beschäftigen, mit denen ich mich damals nicht beschäftigt habe. Aber das ist für mich bei diesen ganzen Geschichten hier, also auch was Internet angeht und Facebook und Instagram. Jetzt, haben Sie schon mal einen Podcast, da sind Sie schon mal vielen voraus. Ja, da bin ich nicht so firm, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch von der klassischen Sorte. Ja, das ist gut. Alte Schule, das passt ganz alte gut. Alte Schule. Hier. Ja, da muss ich mich langsam einarbeiten in diese ganzen Geschichten. Ich bin jetzt erstmal in Facebook reingegangen. Ich werde bekloppt hier, ne? Wie viele Leute wird sich mit mir befreundet sein wollen? Ich habe darauf keine Ahnung. Ne? Ich weiß gar nicht, was meinst du, wie viel jetzt noch nach diesem Podcast kommt? Ja, gut. Automobiler Popstar hier. Ja, Popstar. man darf nicht verkennen, wir haben immerhin 1650 Autos von Hand gemacht. Ja, damit sind wir unter den Kleinstserienherstellern sicherlich Nummer 1 in Europa, vielleicht sogar in der Welt, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall schon eine große Nummer. Das ist schon eine Nummer. Wir haben natürlich auch gemerkt auf den Messen, wenn wir in Genf fahren oder sonst wo, dass andere Leute, die sich mit ähnlichen Gedanken trugen, irgend sowas auf die Reihe kriegen, die waren alle bei uns und wollten Ratschläge haben und so weiter. Das glaube ich, ja. Weil es haben ja relativ wenige geschafft bis dahin. Und das ist ja auch nicht so einfach. Und weil es waren schon eine harte Zeit am Anfang, das können Sie glauben. Ne? Auch die finanziellen Belastungen sind irre. Ne? Und die meisten, die sind vielleicht gute Techniker, aber die
verkennen den Weg, wie lang der ist und wie teuer vor allem der ist, bis sie mal das erste Geld in die Kasse kriegen. Ja. Wenn wir die Hardtops nicht gemacht hätten, hätte es die ein Auto gegeben. Ja. Aber das ist auf jeden Fall doll. Ich meine, heute, ich weiß nicht, ob man heute noch sowas wie Hardtops machen kann, weil ich glaube, die Autohersteller sind auch viel schneller. Ne? Das lohnt sich nicht mehr. Die Stoffverdecke sind doppellagig, die haben feste Scheiben hinten. Das lohnt nicht mehr. Ja. Das brauchen sie nicht. Aber zu irgendeiner Zeit brauchen sie andere Dinge. Ja? Schau mal, ich wüsste jetzt spontan auch nicht, was wir machen würden, aber wir müssten ja was machen, um Geld zu verdienen, ne? Und nicht nur Geld auszugeben. Jahrelang, ja. Wir sind ja nicht mit goldenen Löffeln geboren, so ist es nicht. Aber irre. Also irre, was Sie da draus gemacht haben und überhaupt auch der Anfang mit der Näherei und so. Also das ist eine unfassbare Geschichte. Und ich glaube, da sind jetzt viele, die das hören, ganz überrascht, was hinter Wiesmann genau steckt. Weil ehrlich gesagt, natürlich kennt jeder die Geschichte und auch mit dem Roten Baumturnier, das wird immer mal so angerissen, aber nicht in der Ausführlichkeit, wie man es jetzt bei Ihnen gehört hat. Und ja, ich freue mich, dass Sie die Geschichte erzählen, aber jetzt müssen wir irgendwann mal. Treffen wir uns nochmal wieder. Dann erzählen Sie die restlichen Geschichten. Jetzt müssen wir aber zu meiner letzten Frage kommen. Bitte. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgeht, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Die letzten 50 Liter, also ganz ehrlich, jetzt im Augenblick würde ich ihn natürlich mit dem Boltman fahren, nicht weil wir den jetzt machen, sondern weil ich selber mit dem Auto nur ganz wenig bis jetzt gefahren bin. Aber ansonsten würde ich sagen, möchte ich mal nur noch so einen richtigen Knaller fahren, wie zum Beispiel ein F40 Ferrari oder sowas in der Richtung. Auf welcher Strecke? Auf der 31, weil die Autobahn ist dafür prädestiniert, Höchstgeschwindigkeiten. Zwar nämlich, ich bin mit dem F40 da mal 3,45 war das schnellste, was ich je gefahren bin, glaube ich, auf der öffentlichen Straße. Insofern habe ich eine gute Erinnerung dran. Die alte Wiesmann-Teststrecke. Die alte Wiesmann-Teststrecke, ja, für die Hochgeschwindigkeiten, ja. Die 31 geht ja sonntags geradeaus und ist unlimitiert da. Sonntags morgens um 6 Uhr können Sie da alles testen. Ja. Herr Wiesmann, vielen Dank für die unterhaltsamen Geschichten. Ja, das schon. Beeindruckende Story, oder? Das war Friedhelm Wiesmann. Den Link zu Boltman findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die alte Schule abonniert oder wenn ihr mal bei mir bei Instagram oder YouTube vorbeischaut, denn da gibt es tolle ergänzende Videos und Talks zu und mit meinen Gästen und hin und wieder zeige ich da auch mal ganz besondere Autos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.